Hallo zusammen, Jörg Fuhrmann hier. Nach langer Zeit mit einem neuen Impulsvideo hier aus dem Freiraum-Institut am Bodensee. Ich habe hier gerade heute einen ersten Seminartag wieder durchgeführt und möchte dir eins mit auf den Weg geben. Diese Zeit jetzt ist eine Zeit des Erwachens und des Erwachsens oder des Erwachsenwerdens für viele Menschen, das kann ich dir sagen. Ich habe ja Kontakt auch mit vielen Fachleuten, vielen Therapeuten, Therapeutinnen und es hat es noch nie gegeben, in keiner Zeit, dass die Menschen angefangen haben, so stark kritisch nachzudenken und im Kollektiv auch Dinge zu hinterfragen, die ihnen quasi auf breiter Ebene serviert werden. Ich habe dazu ja auch während der Peak-Phase des Shutdowns habe ich ja auch ein Video gemacht zum Thema Massenpsychologie, das kannst du dir mal anschauen. Und ich glaube, aktuell trennt sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen. Ich habe bestimmt auf Facebook oder ja, über 300 Kontakte verloren, aufgrund einiger kritischer Posts und habe aber auch über 300 Anfragen gleich wieder dazugekriegt in kurzer Zeit von eben denkenden Menschen, selbstständig denkenden Menschen. Und ja, das ist wirklich sehr, sehr spannend. Für viele Menschen ist es aktuell, glaube ich, ein Schock und schwer zu verdauen, die sich auch noch nie mit mal alternativen Standpunkten beschäftigt haben, ist schwer zu verdauen, was so los ist, was so gemacht wird, über ihre Köpfe hinweg entschieden wird. Und sie können einfach diese Position nicht verlassen, dass sie ihre guten Eltern, in Anführungsstrichen, die sie projiziert haben auf äußere Figuren, dass sie die entthronen. Und das meine ich mit erwachsen werden. Erwachsen werden bedeutet auch, die Projektionen, die wir auf andere Menschen übertragen haben, zurückzunehmen, sukzessiv. Also damit ist natürlich gemeint, sind natürlich Leute gemeint aus dem Fernsehen, aus dem Showbusiness, Politiker, Gesundheitswesen auch. Und immer mehr anfangen, die Verantwortung zu sich selbst und zum eigenen Leben zu nehmen. Ja, und ich glaube, das fällt momentan vielen, vielen Leuten schwer, weil sie diese Projektion nicht zurücknehmen wollen oder nicht können, weil sie sonst in einen Zustand, habe ich auch ein Video gemacht, ich nenne das mal transzendentale Obdachlosigkeit, hineinfallen würden, weil wenn ich diese Figur nicht mehr habe, wer bin ich denn dann noch? Wenn ich die entthrone, wenn ich die entidealisiere und anfangen muss, selber zu denken, mir das nicht mehr alles vorkauen und vorservieren zu lassen, Tag ein, Tag aus, sondern wirklich anfange, selber kritisch diese Dinge auch zu hinterfragen. Das ist natürlich Arbeit, da muss man sich auch ein Stück weit mit Material beschäftigen. Da ist nicht einfach nur vor die Kiste setzen und ansappen angesagt, sondern wirklich lesen, alternativ recherchieren, Bücher lesen, alternative Quellen und Medien, YouTube-Berichte. Ich weiß nicht, wie viele tausende Stunden ich in den letzten 20 Jahren damit verbracht habe, um meinen eigenen Standpunkt zu definieren. Und ich glaube, das steht jetzt für viele Menschen an, die gerade aufwachen und wach werden und bis vor kurzem einfach noch alles geschluckt haben, die jetzt mal merken, hey, Moment, da läuft gerade irgendwie was falsch. Und in diesem Sinne könnte man wirklich sagen, dass die aktuelle Situation, manche haben ja so im Spaß gesagt, es ist in Wahrheit ein Intelligenztest, das kann man vielleicht so sagen. Vielleicht ist es auch eher ein Dummheitstest, weil Dummheit ist ja nicht, dass man etwas Bestimmtes nicht weiß, sondern dass man etwas Neues nicht wissen will, was man wissen könnte. Und das erlebe ich bei vielen Leuten und das Erschreckende ist für mich, natürlich sind Therapeuten nicht per se irgendwelche Heiligen oder sonst irgendwie was, aber das Erschreckende ist für mich einfach, wie viele auch Therapeuten dennoch nicht bereit sind, Dinge kritisch zu hinterfragen. Und das sind auch viele Therapeuten in der transpersonalen Szene, wo man eigentlich, und auch in der psychedelischen Szene, alles dabei, wo man eigentlich sagen müsste,
die jetzt Jahre und Jahrzehnte zum Teil ihr Bewusstsein ausgedehnt und erforscht haben, sind jetzt aktuell nicht mal in der Lage, kritische Dinge zu reflektieren, mal einen eigenen Standpunkt zu entwickeln, außer dem, der sowieso vorgegeben wird, oder in der Lage, alternative Informationen zu verdauen. Da muss man sich schon echt fragen, was ist los? Ja, wenn das also nicht mal die Leute dazu in der Lage sind, oftmals das Bewusstsein, zumindest behaupten, es ausgedehnt zu haben über lange Zeiträume, dann stimmt doch was nicht. Oder hat vielleicht Wilber recht? Ja, also wir können natürlich auf einer Stufe hochentwickelt sein und auf einer anderen Stufe saudumm. Und das hat man ja zum Beispiel auch im Zweiten Weltkrieg gesehen oder sonst wo sehr gut, dass Leute, die intellektuell und sonst wie hochentwickelt waren, dass sie eben ethisch oder moralisch dann total daneben waren. Und das gibt es, glaube ich, immer. Wir können also bestimmte Anteile von uns sehr weit entwickeln und davon sollte man sich auch nicht blenden lassen. Das heißt, solange nicht, dass man mit den Füßen auf dem Boden geblieben ist und dass man in der Lage ist, zum Beispiel sein Brainwashing, was man abbekommen hat, zu hinterfragen. Ja, und das ist aber für mein Verständnis eine wichtige Voraussetzung fürs Therapeutendasein und auch eigentlich fürs Menschsein an sich. Und ja, ich lade dich ein dazu, jetzt einfach diese Zeit auch des Wachwerdens, Erwachens und Aufwachens zu nutzen für deinen eigenen Prozess des Wachstums. Und dafür braucht es erstmal eine Entscheidung. Und eine Entscheidung ist, einen anderen Standpunkt zuzulassen. Wenn du navigieren willst, brauchst du mindestens zwei Pole, damit du deinen eigenen, auf dem Ozean meine ich, ja, also in der Nautik, also wenn du deinen eigenen Standpunkt bestimmen willst, brauchst du mindestens zwei Punkte und kannst dann deinen Weg auch dort berechnen auf dem Meer. Und so ist es hier auch so ein bisschen. Wenn du nur einen hast, befindest du dich in einer hypnotischen Trance. Und dann ist es Zeit aufzuwachen. Ich nenne das Dehypnose. Also, in diesem Sinne, wacht auf, Leute. Alles Gute, schöne Grüße von Jörg Fuhrmann. Tschüss.